Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei TV Übergenal bei der Generalversammlung. Ebenfalls begrüßen darf ich unser Mitglied Oliver Döll vom TV Überregional, der das alles auf Band aufnimmt heute. Zur heutigen Generalversammlung wurden alle Mitglieder satzungsgemäß und ordnungsgemäß rechtzeitig durch auch wieder 11 Zugänge zu verzeichnen, die ich hier namentlich erwähnen und begrüßen möchte. Deshalb darf ich Sie im Gesamten abfragen, ob Sie der Entlastung der Vorstandschaft, insbesondere auch zum Kassenbereich, zustimmen. Und wenn Sie das tun, dann darf ich Sie um ein kurzes Handzeichen bitten. Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen, dann dürfen Sie fürs Protokoll festhalten, wäre das einstimmig so ausgeführt. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Da wir jetzt entlastet sind, dann ist ja der Verein momentan vorstandslos. Zunächst mal guten Abend. Bis eben zu Ihrer Verlautbarung war das eigentlich eine Veranstaltung der Superlative. Es gab so viele Mitglieder, neue, wie ich in diesem Jahr noch bei keinem Verein im Rhein-Neckar Kreis erlebt habe. Dazu gleich im Nebensatz, schicken Sie mir bitte den Namen, Sie kriegen für jedes Mitglied. Dass wirklich so viele Mitglieder da sind, damit sind Sie weit über dem Durchschnitt. Dazu kommt noch, dass man Herr Bürgermeister und Herr Stellvertretender Bürgermeister sehr viele aus dem Rathaus da sind. Das ist auch schön, weil es davon zeugt, dass Sie auch gut zusammenarbeiten und als Gewerbeverein nicht nur für schöne Veranstaltungen sorgen, sondern sich auch um Dinge in der Gemeinde kümmern und Marketing machen vielleicht, gemeinsam mit dem Rathaus. Ich habe selten so einen präzisen Kassenprüferbericht gehört, das war ganz toll, wirklich. Ich habe auch wenig Vereine, die über das Jahr hinweg so viel Geld umsetzen, ob etwas dabei rauskommt oder nicht, sei dahingestellt. Aber das ist ja auch ein Zeichen und auch der Beweis dafür, dass Sie mit Ihrem Gewerbeverein viel Arbeit machen. Das haben wir jetzt auch gehört. Die wird zum Glück auch anerkannt, dann macht es auch Spaß. Sie sind einstimmig mit überzeugender Mehrheit gewählt worden, wenn Sie das Amt annehmen. Ja, jetzt stehe ich auf. Ja. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Und das Amt nehme ich natürlich an. Gibt es jemanden, der das auch machen möchte, mithelfen will? Gut. Dann auch hier wieder Ihr Handzeichen, wenn Sie dafür sind, dass Herr Albrecht im Amt bleibt. Niemand dagegen? Enthaltungen? Ist auch keine. Passt jetzt wieder zur Superlative. Alles einstimmig. Toll. Nehmen Sie das Amt an? Ich nehme das Amt an. Anders wie bei Norbert, mir macht es nicht immer Spaß, weil ich habe ja noch einen Betrieb zu führen. Aber dennoch, es sind natürlich die Leute, die es ausmachen und wir sind so ein tolles Team. Und deshalb haben wir auch beschlossen, das Amt nochmal gemeinsam anzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr heute Abend dabei seid, als neues Mitglied. Mein Name ist Karl Fürst, ich komme aus Mosbach, bin 49 Jahre alt, habe zwei Kinder. Zwei Töchter mit 16, 19, habe vor 21 Jahren den elterlichen Betrieb übernommen und wir sind tätig in drei Bereichen. Also das ist die klassische Raumausstattung, Polstern, Bodenbelag im Bereich Parkett, also ähnlich wie der Herr Elsässer, und machen noch Estriche. Also 35 Mitarbeiter und sind seit einem starken Jahr in Rauberg im Hohen Aspen. Die Ausstellung gefällt uns recht gut. Wir haben schon einige Kunden gehabt in der Ecke. Dadurch haben wir uns entschlossen, da eine Zweigstelle aufzumachen. Ja, und sind ganz zufrieden. Das war's zu meiner Person. Danke. Mein Name ist Erik Rausch. Ich bin jetzt seit 6 Jahren ansässig in Rauenberg. Habe dieses Jahr mein Gewerbe gegründet, ein Elektrounternehmen. Ich habe auch zwei Kinder, zwei Söhne, einmal 2 Jahre und einmal 3 Wochen. Wir sind, wie gesagt, schon tätig im Elektrobereich, alles rund um die Gebäudeinstallation. Das fängt an vom normalen Kabelverlegen, Steckdosen etc. bis hin zum Smart Home.
sind kundentechnisch derzeit sehr gut aufgestellt und auch auf der Suche nach Mitarbeitern, um uns zu erweitern. Ja, möchte mich auch beim BDS bedanken für die Einladung und für die freundliche Aufnahme. Ja, Dankeschön. Mein Name ist Oliver Döll, geboren in Weinheim. Gut, wenn jemand Beratung oder Hilfe benötigt, kann er sich bei mir melden. Ich glaube, ich habe jedem einen Zettel gegeben. Ansonsten geben Sie einfach ein Oliver Döll im Internet und dann sehen Sie sowieso genug Seiten von uns. Ja, das habe ich gut gemacht. Ja? Danke. Das ist ja so einfach, gell? Das ist gefährlich, das Teil. Ist noch jemand Neues da? Hören die sich auch vorstellen oder wenn der ein oder andere auch im Gewerbestammtisch, wenn der ein oder andere Interesse hat, sich da vorzustellen, warum dann nicht, finde ich gut. Wenn keine Fragen mehr sind oder wenn keiner mehr was auf dem Herzen hat, dann würde ich gerne die Sitzung schließen. Ich denke, das war eine interessante Sitzung, war eine schöne Sitzung, war eine schnelle Sitzung. Und ich darf mich bedanken für euer Kommen und bis dahin, Dankeschön. Okay.